Im Monat Juli sprechen wir über das Haus, über das Wort Haus, Haus Gottes. El mes de julio hablamos sobre la palabra casa, o sea, en referencia a la casa de Dios. Da, wo Gott wohnt. Ahí es la morada de Dios. Und wisst ihr, in Vergangenheit haben schon viele Leute versucht, Gott ein Haus zu bauen. Y en muchas ocasiones en el pasado la gente ha intentado de edificar una casa, un edificio para Dios. Es war mal so, dass Gott dem Moses Instruktionen gab, wie er eine Hütte bauen sollte. Había una vez que Dios le dio específicamente, o sea, instrucciones específicas de cómo edificar el tabernáculo. Und Salomo hat später dann einen Tempel für Gott gebaut. Y luego Salomón construyó un templo para Dios. Also in ihrer Form und in ihrer Art und Weise, wie sie gebaut waren, waren es eigentlich nur Anweisungen, wie man Gott begegnen kann. Y en su forma y en su estructura solamente apuntaban más bien a la forma de cómo acercarnos a Dios. Denn Gott wohnt ja nicht in einem Gebäude, das aus Ziegeln gemacht ist. Porque Dios no vive en una casa hecha de ladrillos. In 1. Könige, Kapitel 8, Vers 27 steht, doch du wirst du Gott wirklich auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen? Geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice Salomón en oración, pero será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuanto menos este templo que he construido para ti. Wer hat den Tempel gebaut? ¿Quién construyó el templo? Salomo sagt, ich habe den gebaut. Salomón dijo, yo construí el templo. Aber wir wissen, dass Gott eine Wohnung baut, die nicht aus Ziegeln ist. Pero sabemos que Dios construye una morada que no es hecha de ladrillos. Sondern Gott ist Geist. Sino Dios es Espíritu. Dann baut er auch ein geistliches Haus. Entonces es evidentemente que él construye una casa que es espiritual. Und dieses geistliche Haus sind wir. Y esta casa espiritual somos nosotros. Wir, die wir Menschen sind, wiedergeboren aus Wasser und Geist. Nosotros los que somos nacidos de nuevo de agua y espíritu. Dieses Haus ist kein Tempel. Esta casa no es ningún templo. Also ihr geht hier niemals zum Tempel. Ustedes nunca vienen al templo cuando vienen. Ihr geht hier zu einem Versammlungsort. Vienen a un lugar de encuentro. Jede Religion baut einen Tempel für ihren Gott. Cada religión construye un templo para su Dios. Wir werden zum Beispiel merken, dass wenn wir hier in dieses Haus kommen, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, cuando venimos aquí en esta casa, dann ist es manchmal so, dass man Gottes Gegenwart fast schon bei der Tür spürt. Entonces es uno tiene la percepción como sentir la presencia de Dios ya desde la puerta. Und das nächste Mal ist es ziemlich kühl hier. Y la próxima vez se siente el frío aquí. Es will nicht gut singen, es will nicht gut beten. Y no es fácil cantar, no es fácil orar. Es hat nichts mit Gott zu tun. Eso no tiene que ver nada con Dios. Es hat was mit uns zu tun. Eso tiene que ver algo con nosotros. Es hat was damit zu tun, mit was für einem Geist wir herkommen. Tiene que ver con el espíritu con el cual venimos. Ob wir erwartungsvoll sind, si tenemos expectativa, ob wir dankbar sind, si tenemos agradecimiento, und ob wir Hunger und Durst haben, um Gott zu begegnen. Y si tenemos hambre y sed de encontrarnos con Dios. So, wenn wir ein Haus bauen, also wir sagen, wir nennen das ein Gotteshaus, entonces si edificamos una casa y lo llamamos casa de Dios, dann bauen wir immer unsere eigenen Ideen da rein. Y siempre edificamos entonces con nuestras propias ideas. Zum Beispiel, wenn die Menschen denken, dass Gott hoch oben im Himmel wohnt, entonces, por ejemplo, si la gente tiene esa percepción que Dios vive allá lejos en el cielo, dann werden hohe Kathedralen gebaut. Entonces, las catedrales se edifican muy altos. Mit langen Fenstern nach oben. Con largas ventanas hacia arriba. Dass du nach oben schauen kannst und ein steifes Glick. Para que puedes mirar bien hacia arriba. Aber Gott ist uns ganz nahe im Herzen. Pero Dios está cerca de nosotros en el corazón. Gott beeindrucken hohe Gebäude überhaupt nicht. A Dios no le impresionan los edificios altos. Denn sein Reich, sein Himmel, sein Haus ist höher. Porque su casa, o sea, el cielo es mucho más alto aún. Wenn wir
eines Tages etwas Größeres bauen werden, si un día, llegamos a construir algo mayor, dann werden wir etwas für uns bauen. Entonces vamos a edificar algo para nosotros. Damit wir praktisch und besser Menschen erreichen können. Con el fin de que nosotros podamos alcanzar de una forma más eficaz a la gente. Das Gebäude ist ein Werkzeug, um Menschen für Gott zu erreichen. El edificio es nada más que una herramienta para alcanzar a la gente. Aber Gott kommt nicht in dieses Haus, um hier zu schlafen. Pero Dios no viene aquí en este lugar para dormir. Der schläft niemals. Porque no duerme. Der isst auch nicht. No come tampoco. Der muss sich auch nirgends hinsetzen. No tiene que sentarse a descansar en ningún lado. Wir müssen essen und sitzen und schlafen. A nosotros nos toca comer y descansar y dormir. Oder irgendetwas tun. O hacer algo. Ich möchte euch dazu kurz etwas aus dem Buch der Offenbarung erzählen. Quiero contarles algo brevemente del libro de Apocalipsis. Und zuerst einmal möchte ich ein paar Worte erklären. Quiero aclarar primero unas palabras. Das Wort Offenbarung schreibt sich im Original Apokalypse. La palabra Apocalipsis en el original. Es Apokalypsis. Es Apokalypsis en original. Und das hat eine Bedeutung, das ist auf Griechisch. Tiene una, es una palabra que tiene una significancia en griego. Und zuerst will ich mal anfangen mit einem ganz anderen Wort. Entonces quiero comenzar con otra palabra. Und zwar mit dem Wort Eukalyptus. Quiero definir la palabra eucalipto. Eucaliptus besteht aus zwei Worten im Griechischen. Eucalipto se trata de dos palabras juntos en el griego. Erstens dieselbe eu, das bedeutet Perfektion. Primera la palabra eu, lo que significa perfección. Also wenn was wirklich echt ist, dann ist das eu. Cuando es algo es completo, es perfecto, entonces es eu. In Englisch sagt man das wow. En inglés se traduce wow. Und Kalypto bedeutet versteckt. Y Kalypto significa oculto. Also das Eukalyptus, der Baum Eukalyptus bedeutet also richtig echt versteckt. Entonces la palabra traducida Eukalypto significa bien, pero perfectamente escondido. Und zwar bezieht sich das auf den Samenkern des Eukalyptus. Y se trata de la semilla del eucalipto. Die ist nämlich in einer ganz kleinen Kiste da drin versteckt. Está bien escondido en su cáscara ahí adentro. Und da haben die Wissenschaftler den Namen her entwickelt. Y por eso los científicos desarrollaron esa palabra. Und sie haben gesagt, perfekt versteckt. Y le dieron el nombre perfectamente escondido. Eucalipto. Eucalipto. Ja. Und das Wort Apokalypsis. Y la palabra Apokalypsis. Besteht auch aus zwei Worten. También se tratan de dos palabras. Aus Apo. De Apo. Das bedeutet offenbaren oder vorholen. Eso representa, o sea, se traduce como revelación o traer a la luz. Und Kalypsis wieder auch was versteckt war. Entonces, Kalypsis es lo mismo, lo que se había escondido. Also, Eukalypto, Apokalypsis, fast dasselbe. Entonces, hay una conexión entre la palabra Eukalypto y Apokalypsis. Nur der Eukalypto verrät nicht so schnell seine geheime Botschaft. Sino que el Eukalypto no revela tanto su mensaje. Aber Apokalypsis ist gerade eine Offenbarung von dem, was versteckt war. Sino que Apokalypsis es una revelación de algo que anteriormente fue escondido. Wenn es ein Buch gibt, das alles über Jesus sagt und zeigt. Si hay un libro que muestra todo lo acerca de Jesús, una revelación de él. Dann ist das Buch der Offenbarung. Entonces es el libro de Apokalypsis. Offenbarung ist das Buch der Offenbarung über Jesus. Apokalypsis es el libro de la revelación de Jesús. Schaut mal in die Version Luther, die alte Luther-Version, die sagt, es ist die Offenbarung Jesu Christi in Vers 1. En la versión antigua del Reino Valera, dice la revelación de Jesucristo. Es el primer versículo donde cómo comienza Apocalipsis. Das ist das Buch. Esto es el libro. Die meisten lesen, wenn sie das Buch Offenbarung lesen,
mit den Haaren zu Berge stehen, ja, oder wollen sagen muchas, aufgeregt. Muchas personas cuando leen Apocalipsis se asombran y se asustan mucho con los pelos levantados. Das Weltende kommt. El fin del mundo viene. Jetzt ist alles zu Ende. Ahora termina todo. Die Biester, das 666. La bestia y el 666. Dabei zeigt dir die Offenbarung, dass Jesus alles überwunden hat. Pero el mensaje de Apocalipsis es que Jesús vence a todos. Und das Böse wird nicht bestehen. Y que el mal no va a vencer. Also, no va a permanecer. Ja. Die Offenbarung zeigt uns also, dass Jesus der Sieger ist. Apocalipsis nos muestra que Jesús es el victorioso. Und die Offenbarung zeigt uns auch, wer seine Braut ist. Y Apocalipsis también nos dice quién es su novia. Seine Braut ist die Gemeinde. Su novia es la iglesia. Gemeinde ist sehr wichtig. Y la iglesia es muy importante. So, wenn Jesus der Sieger ist, si Jesús es el victorioso, und der heiratet eine Braut, y él se casa con su novia, dann ist seine Braut keine Verliererin. Entonces su novia no es perdedora, sondern sie ist auch eine Siegerin. Sino que también es victoriosa. Und das wird in der Offenbarung auch gezeigt. Y eso se demuestra también en Apocalipsis. Halleluja! Halleluja! Amen. Leute, der Teufel hat verloren. El diablo ha sido derrotado. Wir gehen zwar durch Schwierigkeiten. Pasamos por dificultades. Aber er hat verloren. Pero él ha sido derrotado. Denn Jesus ist der Sieger. Porque Jesús es el vencedor. Und wir als Gemeinde, die wir zu ihm gehören, y nosotros como iglesia que le pertenecemos a él, die wir wirklich verbunden sind mit Jesus, que realmente estamos conectados con él, sind mehr als Überwinder. Somos más que victoriosos. Wir sind Sieger in Christus. Somos vencedores en Halleluja. Cristo. Halleluja. Offenbarung 12, Vers 1 sagt, sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und weil sie sich zu dem Lamm bekannt haben. Für dieses Bekenntnis haben sie ihr Leben eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Von wem ist hier die Rede? ¿De quién está hablando aquí? Von der Gemeinde. De la iglesia. So, das ist, jetzt würdet ihr sagen, naja, theoretisch stimmt das. Y entonces diríamos, bueno, en teoría es cierto. Aber darum geht es in unserem Leben, dass wir noch zu leben haben. Pero de eso se trata, de lo que nos sobra aún de nuestras vidas. Dass wir lernen, im Sieg Jesu Christi zu leben. Que aprendamos a caminar en la victoria de Cristo. Dazu ist es wichtig, dass nicht nur unser Kopf gewisses Wissen hat. Entonces es importante que nuestra cabeza no tiene solamente conocimiento, sondern das Wort Gottes muss runterrutschen bis in unserem Herzen. Sino que la palabra de Dios tiene que bajar a nuestros corazones. Und das muss uns bewegen. Y tiene que movernos. Und das beeinflusst vom Herzen her unser Gedanken. Y eso influye del corazón nuestros pensamientos. Und von unserem Herzen werden unsere Taten auch beeinflusst. Y de nuestros pensamientos también lo que hacemos también es influenciado. Wenn das vom Kopf nach unten geht, dann ist das nicht wirklich Glauben. Si solamente viene está en la cabeza para y baja, no es todavía fe. Wir wissen sehr viel. Nosotros sabemos, o sea, conocemos muchas cosas. Aber das Wissen allein bringt die Dinge nicht zum Funktionieren. Pero el conocimiento en sí no hace que las cosas funcionen. Was unser geistliches Leben zum Funktionieren bringt, ist, wenn wir es glauben. Cuando nuestra vida espiritual funciona, es cuando tenemos fe. Ich bin dabei zu lernen, zu glauben. Yo estoy en proceso de aprendizaje de cómo tener fe. Es gibt zum Beispiel Momente, wo ich würde sagen in meinem Leben, ich hatte Glauben. Habrían momentos en mi vida donde yo diría, sí, yo tuve fe. Aber das ist nicht immer ein ständiger Zustand. Pero no es una situación constante. Wenn Gerald zum Beispiel hustet, cuando Gerald, por ejemplo, tiene tos, dann bete ich für ihn, entonces oro por él, aber ich bete einfach aus Gehorsam und ich möchte, dass er wieder aufhört zu husten. Pero simplemente mi oración es a base de la obediencia y por el deseo que deja de tener tos. Und die Bibel sagt ja, ich soll für dich beten. Y la Biblia dice, yo tengo que orar por ti. Naja, das muss nicht unbedingt ein Glaubensakt sein. Y no es necesariamente un acto de fe. Aber wenn ich dann im Herzen wahrnehme, dass Gott jetzt dem Gerald den Husten wegnehmen wird, pero si estoy teniendo en consciente
el hecho de que Dios es capaz de sacarle el tos de Gerald, dann wird aufgrund des Glaubens mein Gebet anders lauten. Entonces, a base de mi fe, mi oración ya va a sonar diferente. So, zum Glück hustest du jetzt nicht. Ich mache dies jetzt auch nur durch meinen Verstand, aber ich sage das mal so. Menos mal que no estás tosiendo en ese momento. Solamente lo hago con mis... cerebro. Con el cerebro, mi entendimiento. Mi entendimiento. Danke, Jesus, du rührst gerade jetzt Gerald an. Gracias, Jesús, que en este momento tú tocas a Gerald. Du befreist ihn vom Husten. Le liberas del tos. Und ohne Grippe steht vor dir. Y sin gripe, él está parado delante de ti. Und wenn das funktioniert, y cuando funciona, dann war das, weil ich Glauben hatte. Entonces fue a causa de que tuve fe. Aber wenn ich das nur so mache, pero si simplemente lo hago así, so, jetzt ist froh, ich habe für ihn gebetet. Ahora está alegre porque yo oré por él. Wird nichts passieren. Entonces no sucederá nada. Dennoch ist es gut, dass wir füreinander beten. Aún así, vale, o sea, es cierto que siempre es bueno que oramos el uno por el otro. Aber dann wird sich das Gebet etwas anders anhören. Pero entonces la oración tiene otro aspecto. Dann will ich sagen, Herr, Gerald hat Husten. Entonces voy a decir, Señor, Gerald tiene tos. Nimm doch diesen Husten von ihm. Du kannst das. Toma este tos de él. Tú lo puedes. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Y por tus llagas somos sanados. Und wir möchten das sehen, Herr. Befreie ihn. Y queremos ver esto. Entonces, libéralo. Der arme Mensch hustet sich fast die Lungen aus dem Hals. El pobrecito está tosiendo hasta que sus pulmones salen por la boca. Wir brauchen dich. Y te necesitamos. Seht ihr? Das ist nicht unbedingt aus diesem aktiven Glauben, der ihn heilen würde. Eso no es necesariamente una fe activa que le va a sanar en sí. Sondern dieses nur in dem Glauben, in dem Vertrauen, dass Gott etwas tun wird. Es solamente a base de la confianza que Dios hará algo. Wollen wir noch mal einen anderen Bibelvers lesen? Vamos a leer otro versículo bíblico. Apostelgeschichte 1, 12 bis 13 sagt es, redet es jetzt von eine Offenbarung, die Johannes von Jesus hat. In Apokalipsis 1, 12 habla de una revelación que Juan tuvo de Cristo. Wir hatten ja gesagt, die Offenbarung ist die Offenbarung von Jesus. Hemos definido ya que la revelación, el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Und gleich am Anfang, auf einmal hört der Johannes eine Stimme hinter sich. Y justo en el comienzo de esta revelación, Juan escucha una voz detrás de él. Und da sagt er, ich drehe mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich sieben goldene Leuchter, zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Entonces Juan dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al hacerlo, vi siete candelabras de oro, y en medio de los siete candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre. Nun. Das bezieht sich auf Jesus natürlich. Eso se, es una, eso apunta a Jesús, obvio. So, und wo stand Jesus? ¿Y dónde estaba Jesús? Wo stand er in diesem Bibelvers? ¿Dónde está parado en este versículo bíblico? Na, wo stand er? ¿Dónde? Mitten unter den sieben Leuchtern. En medio de los siete candelabros. Er ist das Zentrum von diesen sieben Leuchtern. Él es el centro de estos siete candelabros. Alles schaut zu diesem Zentrum. Todo se enfoca hacia el centro. Da steht Jesus. Y ahí está Jesús. Er wohnt mitten unter diesen Leuchtern. Él mora en medio de este candelabro. Das ist das Haus Gottes. Esto es la casa de Dios. Das ist nicht aus Ziegelsteinen. No es de hecho de ladrillos. Das besteht aus Leuchtern. Se está construido de, ¿cómo se dice? Lámparas. Candelabros, ja. Sí. Und die Leuchter leuchten. Y las lámparas alumbran. Weil Jesus leuchtet. Porque alumbra Jesús. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Y él dice, ustedes son la luz del mundo. So. Was kriegt er dann hier jetzt offenbart, der Johannes? Entonces, ¿cuál es la revelación que recibe Juan? Das ist Jesus. Eso es Jesús. So wie er jetzt aussieht. Así como él ve ahora. Also das ist kein Foto von ihm, das ist jetzt nachgemalt, ja? Eso no es ahora una fotografía de él, esto es una ilustración de un artista. Und wenn ihr diesen Text lest, werdet ihr sehen, dass er sieben Sterne in der Hand hat. Y cuando leen este texto, se van a dar cuenta que él tiene siete estrellas en la mano.
Und er sieht auch nicht mehr so aus, wie er aussah, als er am See Genezareth entlang spazieren ging. Y no tiene el mismo aspecto que tuvo cuando fue de visita a la orilla del mar de Galilea. Sein Haar ist nicht mehr braun, es ist weiß. Su cabello ya no es marrón, sino que es blanco. Seine Augen brennen wie Feuer. Sus ojos arden como fuego. Und seine Füße waren wie glänzendes Bronze. Y sus pies son como bronce. Die glühten, wie wenn sie im Ofen standen. Que brillan como si están en el horno. Und seine Stimme war so laut wie die Wasserfälle von Iguazú. Y su voz era tan fuerte como las aguas de Iguazú. Jesus ist das Lamm Gottes. Jesús es el Cordero de Dios. So hat er sich gezeigt, als er auf der Erde war. Así él se reveló cuando estuvo aquí presente en la Aber tierra. Jetzt ist er der Löwe aus dem Stamm Judá. Pero ahora es el león del tribu de Judá. Er ist der König der Könige. Es el rey de reyes. Und er ist der Herr der Herren. Y es el señor de los señores. Das Buch der Offenbarung spricht über Jesus nicht, wie er war. El libro de Apocalipsis no habla de Jesús como una vez fue, sondern er spricht über Jesus, wie er ist, sino que habla del Jesús que como ahora es. Und er sitzt zur Rechten der Kraft Gottes. Y él se siente a la diestra del poder del Padre. Und er betet für uns. Y él ora por nosotros. Dieser Jesus ist der Bräutigam der Braut. Este Jesús es el novio de su novia. Dieser Jesus ist der im Haus Gottes wohnt. Este Jesús es aquel que mora en su casa. Und Jesus wird sich nicht mit einer Braut heiraten, die nicht auf seinem selben Niveau ist. Y Jesús no va a casarse con una novia que no está a su nivel. Dann würde er sich nämlich mit einer Sklavin verheiraten. Entonces sería como si se casaría con una esclava. Und deswegen betet er für uns. Y por eso él ora, intercede por nosotros. Und ich glaube, dass Jesus viele Dinge in unser Leben hinein prophezeit. Y yo creo que Jesús también profetiza muchas cosas en nuestras vidas. Denn der Geist der Propheten, das ist der Geist Christi. Porque el espíritu de los profetas es el espíritu de Cristo. Wollen wir noch mal Offenbarung Kapitel 1 Vers 20 lesen? Entonces volvemos a leer el versículo Apocalipsis 1:20. Wir lesen da von den sieben Sternen, die Jesus in seiner Hand hält. Y leemos más acerca de esos de siete estrellas que Jesús mantiene en sus manos. Die sieben Sterne in meiner rechten Hand und die sieben goldenen Leuchter, die du gesehen hast, haben folgende Bedeutung. Hier kommt die Auslegung. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Entonces aquí vemos una definición. Dice, este es el secreto de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Y aquí viene la definición de lo que Juan está viendo. Las siete estrellas representan a los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candelabros representan a las siete iglesias. Versteht ihr, dies ist nicht der siebenarmige Leuchter. Esto no es el candelabro de siete brazos. Dies sind sieben einzelne Lampenleuchter. Estos son siete lámparas que alumbran. Und eine Gemeinde sollte voll Heiligen Geistes sein. Y una iglesia siempre debería ser lleno del Espíritu Santo. Weil Jesus auch voll Heiligen Geistes porque ist. Jesús es lleno del Espíritu Santo. Die Braut Santo. Muss auf demselben Niveau sein wie Christus. Y la novia tiene que ser al mismo nivel que Cristo. Dann im Tempel Gottes, da steht ein siebenarmiger Leuchter, was ein Bild auf Jesus, auf den Heiligen Geist ist. Y en el templo hubo un candelabro con siete brazos que representaba al Espíritu Santo. Aber hier sind jetzt sieben Gemeinden, die einem gegenüber sind von dem siebenarmigen Leuchter. Pero aquí vemos a siete iglesias que son como una contraparte del candelabro del templo. Das bedeutet so viel, dass alle Gemeinden zusammen eben das vollkommene Haus Gottes ist. Esto implica que todas las iglesias juntos forman como la casa de Dios. Wenn ich jetzt sage, vollkommenes Haus bedeutet nicht, dass wir in unserer Zeit nicht würden Fehler finden. Cuando yo digo la casa perfecta de Dios o completa de Dios, no digo con eso que en nuestro tiempo en el cual estamos no hayan errores. Aber Gott betet, Jesus betet für deine Gemeinde. Sino que Jesús ora por su iglesia. Er reinigt sie. Lo limpia. Und stellt sie dar als wow. Y lo presenta wow. Como wow. Als seine Braut. Como su novia.
wo seine Fülle ist, donde está su llenura, wo er wohnt, donde él mora, wo das Haus Gottes ist, donde está la casa de Dios. Jede Gemeinde ist so ein Leuchter. Cada iglesia es una lámpara en este sentido. Und was macht eine Lampe? ¿Y qué hace una lámpara? Sie vertreibt die Finsternis. Espanta la oscuridad. Wir sind dazu berufen worden, die Finsternis zu vertreiben. Nuestro llamado es espantar la oscuridad. Das muss zuerst einmal in unserem eigenen Leben funktionieren. Eso tiene que comenzar en nuestras propias vidas. In unserer Familie. En nuestra familia. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der wir leben. Y en la comunidad en el cual vivimos. Deswegen müssen wir lernen, uns zu lieben. Entonces tenemos que aprender a amarnos. Aufhören, uns einander zu belügen. Y dejar de mentirnos los unos a los otros. Aufhören, miteinander beleidigt zu sein. Dejar de estar pichados el uno con el otro. Und aufhören, übereinander böse zu reden. Y dejar de hablar mal el uno del otro. Denn wir sind ja eigentlich die Braut Christi. Porque somos la novia de Cristo. Und so wie Christus sich eins ist, so sollte die Gemeinde sich auch eins sein. Y como Cristo es uno, también su novia tiene que ser una. Nun, da haben wir ein Verbesserungspotenzial. Ahí tenemos potencial de mejoramiento. Dieses ist das Haus Gottes. Esto es la casa de Dios. Dieses, nicht diese. Esto es la casa de Dios. No esto, sino que esto. Und wir sehen einen Jesus mitten unter den Leuchtern stehen. Y vemos a Jesús que está en medio de las lámparas. Er ist verherrlicht. Él es enaltecido. Er ist siegreich. Él es victorioso. Und er ist machtvoll. Y él es poderoso. So, das Haus Gottes ist dazu gedacht, damit es voll Herrlichkeit, Sieg und Kraft ist. Entonces, la casa de Dios siempre fue pensado de ser un lugar lleno de la gloria de Dios, de la victoria de Dios y del poder de Dios. So, wer Deutsch kann, folgt mir jetzt bitte. Y el que habla alemán me sigue a mí, por favor. Herrlichkeit, Sieg, Kraft. Y el que habla español me sigue a mí, gloria, gloria. Victoria. Victoria, poder. In Deutsch ist das Wort für Poder Kraft. In Alemán, el nombre para, o sea, la traducción de poder es Kraft. Das ist so ein schwaches Wort. Es una palabra débil. Das hört sich so, wie wenn bei einem Reifen die Luft rausgeht. Pues suena como que sale el aire de una cubierta. Kraft. Kraft. Power ist besser. Power ist una mejor traducción. Poder. Poder. Das ist, was Gott in unserer Mitte ist. Eso es lo que Dios está en nuestro medio. Und das sollte sich bemerkbar machen unter y eso uns. Se tiene que ser evidente. Das sehen wir in der ersten Gemeinde. Eso vemos en la primera iglesia. Und das wollen wir hier auch wieder sehen. Y eso es lo que queremos ver aquí también. Das müssen wir zurück zur ersten Liebe gehen. Entonces tenemos que volver al primer amor. Wir müssen zurück dahin, wo das Original ist. Tenemos que volver a lo que fue originalmente. Wir müssen dahin zurückkommen, dass Jesus wieder im Zentrum steht und nicht unsere egoistischen Wünsche. Tenemos que volver al lugar donde Jesús está en el centro y no nuestros deseos egoístas. Jesus ist das Leben. Porque Jesús es la vida. Jesus ist das Licht. Jesús es la luz. Und wenn wir also ein Leuchter sind, entonces cuando somos lámpara, was wir ausstrahlen, das ist Leben. Lo que brilla de nosotros, lo que sale de nosotros es vida. Und das ist das Leben Jesu in uns. Y eso es la vida de Jesús en nosotros. Das werden andere sehen, weil wir es ausleuchten. Esto van a ver otras personas porque estamos brillando esto. Eine Welt, die im Dunkeln lebt, braucht Jesus. Un mundo que vive en oscuridad necesita a Jesús. Und deswegen nennen wir unsere Kleingruppen auch Lebensgruppen. Por eso llamamos nuestros grupos pequeños grupos de vida. Es ist ein Versuch, das Leben nach draußen zu bekommen. Es un intento de que la vida que está aquí se va para hacia afuera. Wenn wir als Gemeinde versammelt sind, cuando nos reunimos todos como iglesia, so eine Versammlung wie heute, una reunión como hoy, das ist so, wie wenn du Energy Drink trinkst. Es como que tomas una botella de energizante. Energizante. Ja, das ist Power, also gehst ein bisschen mutiger nach Hause. Y eso es, se sientes apoderado y te vuelves en casa. Aber das Leben musst du zu Hause ausleben. Pero la vida en sí tienes que vivirlo en casa. Jesus muss zu Hause in dir und durch dich leuchten. Jesús tiene que alumbrar a través de ti en tu hogar. Und als Johannes
den Jesus da leuchten sah in der Mitte von den Leuchtern. Y cuando Juan le vio a Jesús iluminado así en medio del candelabro, fiel er zu Boden wie tot. Él cayó al suelo como muerto. Er fiel zu den Füßen Jesu. Él cayó a los pies de Cristo. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Toter, wenn er umfällt, nach hinten oder nach vorne fällt. Yo no sé cómo si alguien cae como de muerto, si cae hacia frente o cae hacia atrás. Aber ich glaube, dass das der Grund ist, warum viele Leute in einem Gottesdienst, wenn sie zum Beispiel mit dem Wort Gottes konfrontiert werden. Pero creo que esa es la razón que personas cuando en una reunión son confrontados con la palabra de Dios. Dann kommt es vor, dass Leute zu Boden fallen. Sucede que las personas también caen. Und das liegt daran, dass sie eine Konfrontation mit dem Licht haben. Es una consecuencia de una confrontación con la luz. In unserem Leben gibt es weite Gebiete, die im Dunkeln sind, ob zwar wir Christus in uns haben. Hay aún siendo que Cristo vive en nosotros, todavía hay ámbitos en nuestras vidas que aún están en la oscuridad. Denk daran, wenn wir gläubig werden, wenn wir zu Christus kommen. Piensan en eso cuando nos volvemos cristianos, cuando nos convertimos a Cristo. Selbst wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Aun cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Das ist vergleichbar mit dem Moment, als Israel über den Jordan in Kanaan einzog. Esto es un paralelo del momento que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y entró en Canaán. Gott hatte Kanaan Israel geschenkt. Dios le regaló a Canaán a Israel. Aber Israel musste das Geschenk abholen gehen. Pero Israel tenía que ir a tomar posesión del regalo. Und das taten sie dann auch. Y esto hicieron también. Es ging mal besser, mal schneller, mal langsamer. Y eso a veces fue más rápido, a veces más despacio. Es hatte etwas mit ihrem Gehorsam zu tun. Y tenía algo que ver con su obediencia. Aber sie mussten das Land, das sie geschenkt bekommen hatten, säubern. Pero tenían que limpiar la tierra que se les fue regalado. Denn da drinnen lebten irgendwo die Philister. Porque en esa tierra vivía aún el pueblo de los filisteos. Die Amalekiter, die Moabiter und alle anderen Iter. Los Amalekitos y los Amoritos y los más Itos. Todos los Itos, los feos, Amorreos. Los feos. Filisteos, todos los feos. Die müssen wir rauswerfen. Y tenían que echarlos. Die nimmt Gott nicht für dich raus, die musst du selber rauswerfen. Y en nuestra vida, Dios no lo echa por ti, tú mismo tienes que echarlos. So, deswegen betet Jesus wieder für uns. Entonces, otra vez, ahí está Jesús orando por nosotros. Damit seine Braut auf sein Niveau kommt. Para que su novia sube a su nivel. So, Jesus ist jetzt nicht verzweifelt. Ahora, Jesús no está desesperado. Er weiß, alles wird zu seiner Zeit kommen, aber der sitzt nicht da und wringt sich die Hände. Was machen die da bloß? Él sabe que todo va a venir en su momento, pero no está ahí, ¿cómo es? Nervioso, pensando, ay, ¿qué va a suceder? Ja. Er betet im Glauben und im Vertrauen. Sino que él ora en confianza y con fe. Dass das Werk, das er in uns angefangen hat, que el hecho que él comenzó en nosotros, dass er das in uns auch vollenden kann, que él también es capaz de terminarlo. Interessant, Offenbarung 1 von 17 bis 18, dann wird Johannes berührt und ihm wird gesagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Y es interesante en Apocalipsis 1:17, Jesús con esa confrontación de Juan le dice a Juan, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y yo tengo las llaves del reino de la muerte. Es ist ein interessantes Bild. Hier steht Jesus und da unten liegt Johannes wie tot. Es un cuadro interesante. Aquí está Jesús y ahí está Juan como muerto. Und es ist fast so wie Jesus, der zu Johannes sagt, stell dich nicht so an. Ich war auch tot, aber jetzt lebe ich. Y es Jesús justo que le dice a Juan, bueno, No te hagas. No te hagas, yo también una vez estuve muerto. Aber jetzt lebe ich. Pero ahora vivo. Du hast nur Leben, wenn du zu mir schaust. Y solamente tienes vida cuando miras a mí. So, schau dir nicht so sehr den Boden an, schau zu mir. No miras entonces tanto al suelo, mírame a mí.
Und wir liegen oft auf dem Boden und schauen nur nach unten, was alles schief gegangen ist. Y nosotros estamos por el suelo mirando hacia abajo para ver qué en dónde fracasamos. Ich kann nicht, ich habe keine Gaben. Yo no puedo, yo no tengo los dones. Niemand wird mich hier mögen. Nadie me quiere. Und wir liegen wie tot da. Y nos acostamos como muerto. Und Jesus sagt, schau zu mir. Y Jesús dice, mírame a mí. Ich war tot, und zwar deinen Tod bin ich gestorben. Yo estuve muerte, o sea, en este caso, yo morí tu muerte. Aber jetzt lebe ich. Pero ahora yo vivo. Und wenn du zu mir schaust, y cuando tú miras a mí, dann werde ich durch dich leuchten. Entonces voy a brillar a través de ti. Wisst ihr, jedes Haus muss ja unterhalten werden. Cada casa tiene que ser mantenida. Ein Haus besteht nicht einfach aus sich selber. Man muss arbeiten und tun, damit das Ding nicht zusammenfällt. Una casa no persiste en sí. Se requiere un trabajo para que no se cae en sí. Man muss zum Beispiel Staub wischen. Hay que lavarse el polvo, por ejemplo. Man muss Reparaturen durchziehen. Hay que hacer reparaciones. Machen, ja. Und das ist, was Jesus heute in seinem Haus tut. Y eso es lo que Dios hace, Cristo hace hoy día en su casa. Zum Beispiel wird dann im Anschluss die 7 Leuchter werden extra angesprochen. Como por ejemplo, él habla individualmente a cada lámpara. Das heißt, er spricht zu jeder Gemeinde, weil jede Gemeinde Gutes und weniger Gutes hat. Porque cada iglesia tiene aspectos particulares que son buenos y no buenos. Zum Beispiel die Gemeinde in Philadelphia, Chaco, sind alle sehr staubig. Porque las iglesias, por ejemplo, en Filadelfia, se han acumulado polvo. Weil es staubt im Chaco einfach, versteht Porque ihr? Hay mucho polvo en el Chaco. Es gibt Schwierigkeiten oder Sünden, die in dieser Gegend überall in der Gemeinde reingekommen sind. Y hay dificultades y hay pecados que han entrado en la iglesia en esta área. Und in einem anderen Gebiet können das vielleicht andere Schwierigkeiten und Sünden sein. Pero en otra área hay otras complicaciones. Und deswegen sagt Jesus zu der Gemeinde von Philadelphia eine Sache. Y por eso Jesús habla una cosa a la iglesia de Filadelfia. Und er sagt zu der Gemeinde in Ephesus etwas anderes. Y a la iglesia en Efeso. Le dice otra cosa. Ja. So, das war eine Gemeinde, wenn ihr das lest, werdet ihr sehen, das war eine Gemeinde, die legte Wert darauf, eine gute Leiterschaft zu haben. Por ejemplo, eso fue una iglesia que puso mucho valor en un liderazgo fuerte. Sie ließen sich nicht von schiefen Leitern oder schrägen Leitern irgendwie, sie duldeten die nicht. Se no permitieron que el liderazgo de personas que estaban torcidas. Aber Jesus hat ihnen doch was zu sagen. Pero Jesús aún así tiene algo para decirles. Er sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Él les dijo a la iglesia de Éfesos, han perdido el primer amor. Ja, es ist zwar sehr gut, dass ihr so viel Wert legt auf eine gute Struktur. Es bueno que pongan mucha atención en una buena estructura. Ja, ihr verändert ständig euer Outfit. Siempre están cambiando la apariencia. Ja, und ihr versucht wirklich Qualität auf den Tisch zu bringen. Y siempre tratan de traer algo de calidad a la mesa. Aber ihr müsst zurück zur ersten Liebe. Pero tienen que volver al primer amor. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Han dejado el primer amor. Sie hatten zwar eine starke Begeisterung für eine gute Struktur, um eine Gemeinde vorwärts zu bringen. Tenían un ánimo para crear una estructura para que la iglesia crezca. Aber sie hatten vergessen, von wo der Herr sie gerettet hatte. Pero se habían olvidado de dónde el Señor les había rescatado. Und deswegen musste eine Veränderung reinkommen. Por eso tenía que entrar un cambio. Und wenn Gott eine Veränderung anordnet, si Dios, manda hacer un cambio, dann muss die Veränderung auch kommen. Entonces tienen que venir el cambio. Denn ohne Veränderung gibt es keine Veränderung. Porque sin cambio no viene ningún cambio. Jesus sagt, dass wenn es keine Veränderung geben würde, y Jesús dice, si no vendría un cambio, wenn sie nicht zur ersten Liebe zurückkehren würden, das war die Veränderung. Si no iban a volver al primer amor, esto fue el cambio que él implementaba. Dann würde er ihnen die Lampe wegnehmen. Entonces él los quitaría la lámpara. Das heißt, sie würden aufhören zu leuchten. Eso significa que dejarían de alumbrar. Sie würden aufhören, Salz der Erde zu sein. Dejarían de ser sal para el mundo. Sie würden aufhören, einen Einfluss, also wollen wir sagen,
Sie würden aufhören, Jesu Leben zu repräsentieren. Iban a dejar de representar la vida de Jesús al mundo. Das Leben Jesu, das Licht Jesu würde die Gesellschaft nicht mehr beeinflussen. Y la vida de Jesús y la luz de Jesús no iba a impactar más a la comunidad. Du bist dann nur noch eine Gemeinde mehr in Ephesus oder in Philadelphia, verstehst? Y sin esto, tú eres solamente una iglesia más en la ciudad en el cual estás. Du machst keinen Unterschied in deiner Stadt. Y no haces una transformación, no traes transformación a tu ciudad. Denn niemand begegnet den lebendigen Christus in deiner Gemeinde. Porque nadie está encontrando al Cristo viviente dentro de la iglesia. Es bekehrt sich keiner mehr von Herz, nur noch vom Kopf. Y nadie se arrepienta más de corazón, solamente se queda en la cabeza. Ich sag das mal so, niemand fällt in deiner Gemeinde mehr hin. Y lo digo por ejemplo así, nadie cae más en la iglesia. Weil keine Kraft mehr da ist. Porque no hay más poder ahí. Se fue. Se fue el poder. Die Kraft ist weg. Yeah. Die Luft ist aus. Salió el aire. Im Reifen ist nur noch oben Luft, unten nicht mehr. En la cubierta solo hay aire arriba, no, abajo ya no. Im Haus Gottes ist das Erste die Liebe. En el primer lugar está el amor. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. El amor a Dios y el amor al prójimo. Die Liebe Gottes ist so eine starke Botschaft. El amor de Dios es un mensaje tan poderoso. Die Rettung ist so wichtig. El mensaje de la salvación es tan importante. Wir können das nicht einfach ignorieren. Wir können nicht schweigen darüber. Que no se puede ignorar y no podemos callarnos. So, und wir sehen auch, dass wir eine Anweisung in der Bibel haben darüber, wie die Lampen leuchten sollten. Y tenemos indicaciones en la Biblia también cómo alumbran las lámparas. Weil Jesus im Mittelpunkt stand, leuchteten diese Lampen alle in die Mitte. Por el hecho de que Jesús estaba parado en medio del candelabro, todo alumbraba hacia Jesús. Jesus ist das Zentrum. Jesús es el centro. Und der Leuchter leuchtet nicht auf sich selber. Y el candelabro no alumbra a sí mismo. Er leuchtet auf Jesus. Sino que alumbra a Jesús. Es kann geschehen in einer Gemeinde, dass ein Leuchter für sich selber leuchtet. Sucede a veces en la iglesia que un candelabro busca alumbrarse a sí mismo. Und man bewundert die Diener wegen ihrer Gaben und man bewundert nicht Jesus. Y uno asombra el talento del siervo en vez de asombrarse de Jesús. Und die Diener können auch dahin kommen, dass sie die Sachen machen, damit für sie applaudiert wird. Y los siervos también hasta pueden hacer cosas para que hayan aplausos para ellos mismos. Applaus so für, klatscht mal alle für Ivan. Yay, Ivan! Applaus para Ivan, yay! Applaus für Gerald! Applaus für Ronald! Ah, das war's ja. Applaus für Gerald! Für Ronald! Und man vergisst zu sagen, Herr, unseren besten Applaus für Jesus. Sino, y nos olvidamos de decir, Señor, el mejor aplauso guardamos para ti, Jesús. Wir wollen Jesus bekannt machen. Queremos que Jesús se haga famoso. Wenn Gott hochgehoben wird, wenn Jesus erhöht wird, cuando Jesús es levantado, dann zieht viele zu sich. Entonces, él atrae muchos hacia él. So. Unsere Absicht, unser Ziel soll immer sein, Jesus hochzuheben. Así que nuestra meta siempre es exaltar y levantar a Jesús. Wir spielen uns selber nicht heraus. Y no estamos. No nos hacemos los importantes. Sondern wir sagen, Jesus ist wichtig. Sino que decimos, Jesús, tú eres importante. Und so wird der Leuchter der GJU mitten in der Dunkelheit hell leuchten. Así que la lámpara de la IJC va a brillar fuertemente. Und wenn Leute zur GJU schauen, entonces cuando la gente mira hacia IJC, werden sie Jesus sehen. Van a ver a Jesús. Das ist unsere Funktion. Esto es nuestra función. Das ist die Funktion des Hauses Gottes. Eso es la función de la casa de Dios. Das Licht leuchten lassen bedeutet andere emporheben, anderen helfen. Y dejar brillar la luz significa ayudar al prójimo. Den Verlorenen zu lieben. Amar al perdido.
ihm helfen, Jesus zu finden. Y ayudarle a que tenga un encuentro con Jesús. So, und die Gemeinde, die am meisten leuchtet, y la iglesia que más brilla, leuchtet am weitesten. Brilla también, con más distancia. Also eine Gemeinde, die stark leuchtet, kann in einer finsteren Welt bestehen. Entonces una iglesia que está fuertemente alumbrado puede permanecer en un mundo oscuro. Weil wir an das Niveau von Jesus rankommen. Porque nos, siempre nos acercamos más al nivel de Jesús. Also versteht mich richtig, wir sind nicht Jesus. Entiéndeme bien, no somos Jesús. Aber Jesus wohnt in uns. Sino que Jesús mora en nosotros. Und wenn er durch uns strahlt, y si él se alumbra a través de nosotros, und wir immer mehr so werden wie er, y cuando cada vez nos parezcamos más a él, wenn unser Charakter immer so wird wie sein Charakter, cuando nuestro carácter siempre parece más a su carácter, das ist, was ich nenne, dann kommen wir mehr an sein Niveau ran, dann können wir mit ruhigem Gewissen seine Braut sein. Entonces, eso es lo que yo me refiero cuando digo que nos levantamos más hacia su nivel y podemos ser su novia. So, ich weiß, dass das alles nicht durch eigene Anstrengung geschieht. Y estoy muy consciente que esto no viene por fuerzas propias. Gott erwählt uns. Dios nos escoge. Er macht in uns das Wollen und das Vollbringen. Y él produce en nosotros el querer y el hacer. Aber dennoch gibt es einen Teil, den wir tun müssen. Pero aún así hay una parte que nosotros hacemos. Und das ist Glauben. Y esto es tener fe. Festhalten. Y aferrarnos. In seine Richtung gehen. Y caminar hacia él. Ihn ehren. Y honrarle a él. Das tut Gott nicht für uns, das müssen wir für ihn tun. Eso no hace Dios por nosotros, eso lo hacemos nosotros por él. Seinen Namen bekennen. Reconocer su nombre. Egal was mit uns geschieht. No importando lo que nos sucede. Wir ehren durch unsere Worte und unserem Verhalten unseren Herrn Jesus Christus. Honramos por las palabras y por nuestros hechos el nombre de Jesús. Weil er sein Blut für uns gegeben hat. Porque él dio su sangre por nosotros. Und das ist uns so teuer. Y es para nosotros tan costoso, dass wir bereit sind, unser eigenes Leben niederzulegen für ihn. Que estamos dispuestos a entregar nuestras propias vidas por él. Dann leuchtet das Licht, dann leuchtet dein así Licht. Así alumbra la luz. Und wenn das gemeinschaftlich geschieht, dann leuchtet die ganze Gemeinde. Y cuando eso sucede en las relaciones, entonces toda la iglesia alumbra. Also, das Haus Gottes, la casa de Dios, der Leuchter, el candelabro, und die Braut Christi ist, eigentlich sind das Synonyme. Y la novia, todos esos son sinónimos. Und alles fing bei Adam und Eva an. Y todo comenzó con Adán y Eva. Lasst mich das noch einmal auf eine andere Art und Weise sagen. Quiero decirlo de otra manera. Also Gott schuf Adam, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dios le creó a Adán para tener comunión, una relación con él. Und dann sah Gott, es ist nicht gut, dass Adam alleine ist. Entonces vio Dios que no era bueno que Adán esté solo. Und dann hat Gott aus der Seite von Adam die Eva rausgeholt. Entonces del costado de Adán quitó Dios para hacer a Eva. Das heißt, er hat von seinem Material genommen und Eva neu geformt. Entonces significa que tomó del material de Adán para formarle a Eva. Also Eva bestand aus Adam. Entonces Eva fue creado desde Adán. Also Gott hat nicht nochmal Lehm genommen. Er nahm Adam, um Eva zu machen. O sea, Dios no tomó lodo otra vez para crear a Eva, sino que tomó de Adán. So, und Gott wollte Gemeinschaft mit Adam haben. Porque Dios, recuerdan, Dios quería tener una relación con Adán. Und Adam sollte Gemeinschaft mit Eva haben. Y Adán tenía que tener una relación con Eva. Deswegen hat er ihm eine Frau gemacht. Por eso le hizo una mujer. So, und in 1. Korinther 15, 45 lesen wir dann, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, das bezieht sich auf Christus, zu einem lebendig machenden Geist. Entonces en 1 de Corintios 15:45 leemos: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán, refiriéndose a Jesús, espíritu vivificante. Es gibt einen ersten Adam, es gibt einen zweiten Adam. Hay un primer Adán y hay un segundo Adán. So, jetzt sage ich euch noch etwas, was nicht in der Bibel steht. So steht das da nicht. Entonces les voy a dar una interpretación que no está de esta forma en la Biblia. Aber es gab eine erste Eva, das war eine seelische Eva. Y había un primera Eva y eso fue una Eva almática. Aber der zweite Adam de alma viviente, hatte, pero, hat
aus seiner Seite wurde die zweite Eva, die geistlich war, da entstand sie, oder wollen wir sagen, da wurde sie rausgenommen von seinem Material. Pero el segundo Adán fue sacado de su costado los elementos para formar a su segunda Eva. Wisst ihr, welches die Elemente sind? ¿Qué son los elementos? Dieses Mal war es nicht eine Rippe. Esa vez no fue una costilla. Dieses Mal war es Wasser und Blut. Sino que esta vez fue agua y sangre. Wort und Vergebung. Y es la palabra y el perdón. Geist und Leben. Espíritu y vida. So, wir sind jetzt die geistliche Eva, versteht Ahora ihr? Nosotros somos la segunda Eva. Weil geistliche Eva. Ah, la Eva espiritual. Die Braut Christi. Porque somos la novia de Cristo. Wir können nicht als seelische Menschen die Braut Christi sein. Y como personas almáticas no podemos ser la novia de Cristo. Wir müssen lernen, aus dem Geist zu leben. Tenemos que aprender a vivir por el Espíritu. Deswegen nenne ich die Gemeinde jetzt einmal die zweite Eva oder die geistliche Eva. Por eso yo llamo a la iglesia la segunda Eva o la Eva espiritual. Das ist die Braut, mit der Christus sich in Ewigkeit verbinden wird. Es la novia con el cual Cristo se va a unir por la eternidad. Wir werden mit ihm, mit Christus herrschen. Vamos a reinar juntos con Cristo. Wir werden mit ihm in Ewigkeit, in Herrlichkeit sein. Vamos a estar con él en la gloria para siempre. Und nicht mehr mit Kraft, sondern mit Power. Y ya no más con debilidad, sino que con poder. Heute sind wir dran, uns zu reinigen. Y hoy estamos en ese proceso de limpieza. Um uns mit dem Bräutigam zu, um ihm zu begegnen. Y para encontrarnos con nuestro novio. Wir müssen zur ersten Liebe zurück. Y tenemos que volver al primer amor. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. La iglesia es la casa de Dios. Der Tempel des Heiligen Geistes. Es el templo del Espíritu Santo. So, der Heilige Geist wohnt sowohl in uns individuell als auch als Gemeinde. Y el Espíritu Santo mora en nosotros individualmente como también en nosotros como iglesia. Schaut, es steht in 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. En 1 de Pedro 2:5 dice, Dios hará de ustedes como piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales que son agradables a Dios. Gott wollte Gemeinschaft mit uns haben. Dios siempre quiso una relación con nosotros. Er hat die Absicht noch niemals aufgegeben. Y nunca rindió este deseo. Und jetzt macht er eine Braut bereit. Ahora prepara una novia. Und das wird das Haus sein, wo er sich zur Ruhe setzen wird. Y esto va a ser la casa donde él va a descansar. Gibt so ein Lied. Un lugar para que puedas descansar. Así dice en la canción, ja. Un lugar para que puedas descansar. Ein Ort, wo du ruhen kannst, sagt das Lied. Und dieser Ort, das ist die Gemeinde, wo du ruhen kannst. Y este es también el lugar donde tú puedes descansar. Weil du in Christus bist. Porque estás en Cristo. Wir kommen so angelaufen aus der Woche. Y no venimos corriendo de la semana. Vielleicht kommen wir mit Depressionen. Quizás venimos con depresiones. Vielleicht kommen wir mit Unruhen. Quizás venimos con una inquietud. Und dann kommst du hier in dieses Ambiente, wo andere Geschwister auch sind, voll Heiligen Geistes. Entonces tú entras y tú juntas a otros hermanos que son llenos del Espíritu Und Santo. Und es ist so, wie wenn du aus der Dunkelheit ins Licht kommst. Y es como que estás saliendo de la oscuridad hacia la luz. Und dann, Entonces, Du kommst zur Ruhe. Puedes tranquilizarte. Das ist, was Gott für uns vorhat. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Der gute Hirte bringt uns zu grünen Weiden. Y el buen pastor nos lleva a pastos verdes. Zu frischen Wasser, zu frischen Wassern. Y a aguas quietas. Und zu einem Platz, wo wir ruhen können. Y a un lugar donde podemos descansar. Wenn Jesus sich mit seiner Braut verbindet, endgültig, cuando esta relación con Cristo y su novia es consumida, dann ist das für ewig. Es para siempre. Was Gott sich vornimmt, das tut er auch. Y lo que Dios se propone, esto también hace. Gott Vater lebt in Jesus. Y Dios Padre vive en Jesús. Jesus lebt in der Gemeinde. Jesús vive en la iglesia. Deswegen ist die Gemeinde das Haus Gottes. Y por eso la iglesia es la casa de Dios.
Wenn Jesus tatsächlich der Mittelpunkt in unseren Versammlungen ist, cuando Jesús de hecho es el centro de nuestras reuniones, dann wird das Licht immer auf Jesus fallen. Entonces la luz siempre caerá sobre Jesús. Und alle Dunkelheit wird aus der Gemeinde verschwinden. Y toda la oscuridad saldrá de la iglesia. Und der Heilige Geist wird sich unter den Gotteskindern bewegen. Y el Espíritu Santo va a moverse entre las personas. Und wir wollen zusammen beten. Y vamos a orar juntos. Bitte steht auf. Vamos a ponernos de pie. So, in diesem Gebet geht es darum, dass unsere Lampen leuchten. En esta oración se trata de lo siguiente, que alumbra nuestra lámpara. So, dann müssen wir zuerst einmal alles, was dunkel ist und was da nicht reinpasst, rauswerfen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es todo lo que está en la oscuridad y no pertenece ahí, de echarlo afuera. So, und du wirfst jetzt nichts aus deinem Nachbarn raus, sondern aus deinem eigenen Herzen. Y tú no estás echando algo de tu vecino, sino de tu propio corazón. So, betet mit mir. Así que ora conmigo. Jesus, wir danken dir. Jesús, te damos gracias. Du bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Que tú eres victorioso sobre el diablo, sobre el infierno. Und im Namen Jesus werfen wir jede Unglauben aus unserem Herzen heraus. Y en el nombre de Jesús echamos afuera toda incredulidad. Wir glauben an dich, Herr Jesus. Creemos en ti, Jesús. Du bist eine Realität in unserem Herzen. Eres una realidad para nuestra vida. Herr, wir werfen aus unserem Herzen jede weltliche Gesinnung, Denkweise der Welt aus uns heraus. Y echamos afuera toda mundanidad. Im Namen Jesus, wir lernen zu denken, was du denkst. Y aprendemos a pensar lo que piensas tú. Wir lernen, dein Wort in unserem Herzen herumzutragen. Y aprendemos a tomar tu palabra y ponerlo en nuestro corazón. Wir meditieren über dein Wort. Meditamos en tu palabra. Wir werfen jeden Neid aus unserem Herzen raus. Y echamos afuera toda envidia de nuestro corazón. Wir werfen jede Religiosität aus unserem Herzen. Y echamos afuera toda religiosidad de nuestro corazón. Wir dienen keinem System. No servimos a ningún sistema. Wir dienen dem lebendigen Gott. Sino que servimos al Dios viviente. Und was du heute zu uns sagst, das ist die Wahrheit. Y lo que tú nos dices hoy día, eso es la verdad. Denn du leitest uns auf echten, richtigen Wegen. Y porque tú nos guías por caminos de rectitud. Herr, wir werfen aus unserem Herzen jede Verleumdung raus. Y echamos afuera toda calumnia. Im Namen Jesus, jede Lüge geht aus unserem Herzen raus. En el nombre de Jesús, cada mentira sale de nuestro interior. Wir sind Kinder der Wahrheit. Porque somos hijos de la verdad. Herr, wir entsagen, wir sagen jeder Fleischlichkeit ab, jedem Egoismus. Y echamos afuera de nuestro corazón toda carnalidad y todo egoísmo. Wir werfen raus jeden Stolz unseres Herzens. Y todo orgullo echamos afuera. Herr, du gibst uns ein demütiges Herz. Porque nos das un corazón humilde. Du gibst uns deinen Geist. Y tú nos das tu espíritu. Und du gibst uns Liebe für unseren Nächsten. Y tú nos das amor para nuestro prójimo. Denn du sagst, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Porque tú dices, ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Herr, darum tun wir Buße darüber, dass wir die erste Liebe verlassen haben. Y hacemos arrepentimiento, Señor, por haber perdido el primer amor. Du bist die erste Liebe. Tú eres el primer amor. Du bist Jesus. Tú eres Jesús. Du bist das Licht. Tú eres la luz. Du wohnst in deinem Haus. Y tú moras en tu casa. Und du sitzt auf deinem Thron. Y tú te sientas en tu trono. Und dein Thron steht in meinem Herzen. Y tu trono está en mi corazón. Ich lade dich ein, Jesus. Y yo te invito, Jesús. Setze dich auf den Thron meines Lebens. Siéntate en el trono de mi corazón. Herrsche de mi vida. Du. Gobierna tú. Du bist mein Erretter. Tú eres mi Salvador. Denn du vergibst mir meine Sünden. Porque tú me perdones mis pecados. Mir ist vergeben. A mí se me ha sido perdonado. Und ich lade den Heiligen Geist ein. Y yo invito al Espíritu Santo. Komm, Heiliger Geist, und regiere mein Leben. Ven, Espíritu Santo, y gobierna en mi vida. Regiere in dieser Gemeinde. Gobierna en esta iglesia. Regiere mitten unter uns. Y gobierna medio entre nosotros. Bring das Licht auf Jesus, wenn wir zusammen sind. Que la luz alumbra a Jesús cuando nos reunimos. Wir lieben Jesus. Porque amamos a Jesús. Herr, mit Herz und Seele geben wir uns dir hin.
Con todo el alma, con todo el corazón nos entregamos a ti. Wir danken dir, dass du uns zur Behausung des lebendigen Gottes machst. Te damos gracias que tú nos haces una casa del Dios viviente. Deine Gegenwart in uns ist alles, was wir wollen. Y tu presencia en nosotros es todo lo que queremos. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Y te damos gracias de todo corazón. Im Namen Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.